Sehr verehrte Damen und Herren, es wird sich alles um Körper drehen. Körper sind gefährlich. Wir werden daher, dieses Vorgehen wird Ihnen aus den gewöhnlichen Wissenschaftsgebräuchen durchaus bekannt erscheinen, unsere Körper in weißen Anzügen objektivieren. Das dient alles unserer Sicherheit. Die Sicherheit steht an oberster Stelle. Wir bitten um Ihr Verständnis. Denn Körper sind Resonanzkörper. Den Worten und der Stimme vertrauen wir gerne. Sie sind die Träger eines tieferen Sinns, der sich über den Körper hinweg der Welt aussetzt. Die Stimme wird zur Subjektivität, die den Körper verlässt, hinter sich lässt. Der Körper, so scheint es, wird schon zum Verschwinden gebracht, während die Hand noch den Stift über das Papier führt. Wenn das Versteck nicht gut genug war, taucht das Heimliche als Unheimliches auf. Das Unheimliche kehrt aus dem Verdrängten wieder. Es ist ein Vertrautes, das wir uns selbst entfremdet haben. Unheimlich ist, was vertraut gewesen ist. Körper sind unheimlich. Wenn sie nicht vertraut sind, sind sie auch fremd. Sie sind unheimliche Doppelgänger. Als Versteck für das Heimliche oder Angstvolle kann auch das Double dienen. Der Doppelgänger ist ein scheinbar äußeres fremdes Wesen, eine Außenstelle des Unbewussten, die uns in der Begegnung zum Unheimlichen fremden wird. Der Körper ist das Fremde, weil er hier ist!